Herzlich willkommen auf der Festung Hohensalzburg. Die Festung Hohensalzburg wurde erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt. Der damalige Salzburger Erzbischof ließ sich, um seinen höheren sozialen Status zu betonen, eine Hochburg bauen. Anfänglich war die Burganlage Schutz und Fluchtburg für den Salzburger Erzbischof und seinen Hofstaat, nicht jedoch für die Salzburger Bevölkerung. Zug um Zug entstand eine kleine Stadt für sich, in der bis zu 300 Personen ein Jahr unabhängig von der Versorgung aus der Stadt leben konnten. In der Backkuchel der Pfisterei wurde das Brot für die Handwerker, die Soldaten und das Gesinde auf der Festung gebacken und auch gekocht. Die Speisen für den Erzbischof wurden in einer eigenen Küche im hohen Stock, dem schlossartigen Hauptgebäude im Inneren der Burganlage, zubereitet. Da es auf der Festung keine Quelle gibt, musste das Regenwasser in Zisternen, unterirdischen Wasserspeichern gesammelt werden. Dies war auch einer der Schwachpunkte während der Belagerung durch die Salzburger Bauern und Bergwerksknappen im Jahr 1525. Das Wasser wurde knapp und der damalige Landesherr, Fürsterzbischof Matthäus Lang, ließ im Burghof die große Zisterne nach venezianischen Vorbildern errichten. In der Amtszeit von Leonhard von Keutschach um 1500 wurde die Burganlage zum repräsentativen Salzburger Hauptschloss mit den einmaligen Fürstenzimmern im spätgotischen Stil ausgebaut. Die noch in großen Teilen im Original vorhandene Holzvertäfelung des Goldenen Saals, der Goldenen Stube und des Schlafzimmers wurden mit sakralen Stilelementen verziert. Türenfassungen in der Form eines gotischen Kielbogens wurden von kleinen Säulen mit aufgesetzten Fialen flankiert. Oberhalb der Türen finden wir kunstvolles Schnitzwerk, bestehend aus christlichen Motiven und Jagdszenen. Der kunstvoll gestaltete Kachelofen mit seinen exotischen Früchten, biblischen Szenen und Symbolen der weltlichen Macht zählt mit Sicherheit zu den schönsten Exemplaren der Hafnerzunft in Europa. Das Blau der Decke mit den zahlreichen Goldknöpfen wird heutzutage als Himmel mit seinen Sternen gedeutet. Nirgends sonst auf der Festung Hohensalzburg war der Salzburger Fürsterzbischof Gott so nahe wie in diesen Räumen. Aufgrund des 30-jährigen Krieges wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus der mittelalterlichen Burganlage eine moderne Festungsanlage, die in Folge als Kaserne genutzt wird. Ab diesem Zeitpunkt wird sie auch nicht mehr Burg oder Schloss, sondern Festung Hohensalzburg genannt. Am Beginn des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Touristen auf die Festung Hohensalzburg. Im Laufe der Zeit entwickelt sich die Festung Hohensalzburg, das Wahrzeichen von Stadt und Land Salzburg, zu einer der größten Touristenattraktionen in Österreich. Auf Wiedersehen auf der Festung Hohensalzburg.